Ah, ist klasse. Klasse. Oh, das ist nicht gut. Ach so, die ist da offen. Jetzt mal gucken, was für Fragen das sind. Mach die Tür zu. Lass deine Tür kurz offen, ich mach deine dann auf. Oh, heute müssen wir nach Dingens fahren, nach der chinesischen Zeit. Lämpchen austauschen, anderthalb Stunden ist ja gar nichts. Du musst sechs Homo schnallen, also. Ja, oder am besten. Nachfolge davon. Ja. Das ist aber noch ein relativ junger damals. Mein Freund, der hatte den mit den kleinen Heckscheiben. Und ich bin auch geteilt. Ja. Der ist schon mal jung. Der ist aber unglaublich. Ja, das ist schwer zu sagen. Der stand ganz lange in der Bank rum. Fertig war? Ja? 24.000 Euro verschätzen. Ja. Gibt es aber trotzdem nicht her. Was? Gibt es trotzdem nicht her. Das kommt nicht her. Ich hab gesagt, wenn ich auch. Ja. Noble Veranstaltung gewesen. Ja. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So weiter nicht gar. Ja, aber wunderbar.
dann hätten wir sie ausgegeben. Andi. Hinter dir. Oh nee, warte. Also, er muss ja aber andersrum fotografieren, bitte. Ich filme. Video. Hier, na, da sieht es ja mehr Sportlichkeit. Weil ein Oldtimer-Fahrer nimmt immer alles ganz genau, auf den kleinsten Detail. Oder wie heißt es so schön? Sauberer ist schöner. Okay, wie alt ist dein VW-Camper? Das ist Baujahr 85. Ja. Und mit dem bin ich auch schon sehr viel rumgekommen in Europa. Ich war mit dem in England auf einem großen VW-Bus-Treffen. Die größte Veranstaltung der Welt, da waren 10.000 VW-Busse da. Da waren so viele VW-Busse, ich habe gar keinen Überblick mehr gehabt. Das ist ganz toll. Oder jetzt erst gestern in der Schweiz. In Schwarzsee, auch auf dem VW-Bus-Treffen, auch eine schöne Veranstaltung gewesen. Und jetzt sind wir hier in Leonberg bei der Leo Classic. Wieder heimisch. Frau Binni hat angerufen heute Morgen. Ja. Der muss ja auch aus den 60er Jahren. Mhm. 67. Thank you.
Ja, wir machen das. Relativ bekannter war damals aber der Henne. Der Henne. Der hat den ersten Rekord. Kannst du sagen? Ja.